Willkommen zurück, meine Damen und Herren, zum zweiten Teil des Videos. 9 von 10 Spiele sind bei mir vercheatet. Diese beiden Teile befassen sich mit Kommentaren von euch, die ihr wiederum unter dem Video vom 8.3. geschrieben habt. Das Video nennt sich Valve hat CS2 aufgegeben, Clownface. Unter diesem Hauptvideo befanden sich ein paar Kommentare, die ich gerne so in mündlicher Form beantworten wollte. Und das mache ich hiermit. Hier, wie gesagt, der zweite Teil. Nicht wundern, wenn das jetzt hier direkt weitergeht. Wer den ersten Teil nicht gesehen hat, kann den gerne anschauen. Der ist hier sicherlich irgendwo verlinkt. Der Inhalt bezieht sich auf alles das, was vor dem 12.3. geschehen ist. Let's go. Gerade jetzt vor 15 Minuten 3 Games, zweimal echt dreiste Cheater. Kann dir gern die Demos schicken, wenn du magst. Vielleicht verankert dich das auch wieder in der Realität. Ich habe schon im Stream gesagt, wenn ich genauso umgebottet werden würde, wie einige von euch es mir berichten, hätte ich auch keinen Bock mehr auf das Spiel. Dann würde ich das wahrscheinlich auch nicht mehr streamen oder nicht in der Form. Ich habe auch das Video von Trilux gesehen und finde es krass, dass er so weggefickt wird. Ich habe auch schon Sparkles gesehen, wie er weggebumst wird. Ich selbst wurde auch schon oft umgecheatet. Das war bei einem extra Video Beitrag in meinem Cheater-Experiment, da könnt ihr gerne reingucken. Einfach der Dummerblatt-Cheater-Experiment. Ich habe mir einen brandneuen Account gemacht, ohne Prime, und ich sage euch, heilige Scheiße. Meistens waren es 9 Cheater und ich. Danach folgt noch ein Kommentar, ohne Spaß, 10 von 10 Matches, nur Cheater in Premiere. Darauf wiederum folgt folgender Kommentar, hatte bisher einen sicheren Cheater und einen, der sus war, in insgesamt ca. 40 Spielen. Auch in CSGO im Vergleich zu anderen eher milde davongekommen und je nachdem, mit welchen Mates ich gespielt habe, mehr oder weniger Glück gehabt, obwohl deren Accounts an sich auch einen guten Trust-Faktor haben sollten. Scheint irgendwie so, als ob es irgendwas gibt, was niemand auf dem Schirm hat, das den Trust-Faktor stark beeinflusst. Vor allem diese letzten beiden Kommentare zeigen das, worauf ich mit diesen Videos hinaus will. Die Spielerlebnisse, die Erfahrung oder eben auch Realität, wie ich es in dem Video anfangs genannt habe, die unterscheiden sich bei jedem mitunter stark. Wir werden nicht alle gleich stark umgecheatet oder nicht umgecheatet. Das ist zumindest, habe ich das so gehofft, der leicht zu erkennende Kernpunkt oder einer der Kernpunkte von diesen Videos eben. Also, dass man nicht einfach sagen kann, also in einem Forum zum Beispiel, ich weiß gar nicht, was ihr habt, da ist doch überhaupt nichts und Counter-Strike ist cheatfrei, weil bei mir ist nichts. Genauso wenig kann man halt auch sagen, ich weiß gar nicht, was ihr an dem Spiel so findet, das ist doch komplett verseucht, weil ich werde immer umgecheatet. Beide Aussagen sind subjektiv zum Teil korrekt, also ja, man wird nicht umgecheatet, okay, oder der andere wird umgecheatet, ja, das mag sein. Aber objektiv gesehen auf das gesamte Spiel betrachtet, ist es schwierig, damit eine Aussage zu treffen für andere. Also wie gut das Spiel für andere spielbar ist. Und ja, mir ist vollkommen klar, dass es eine große Diskrepanz gibt von den Cheaterzahlen zwischen Low-Elo oder Mid-Elo und High-Elo. Bei mir sammeln sich aber so viele Kommentare an, da komme ich am Ende dann auch nochmal zu, von Leuten, die auf jeder Elo spielen, also die sich auf Low-Elo beschweren, dass sie immer umgecheatet werden, die auf Mid-Elo beschweren, dass sie immer umgecheatet werden und die Leute auf High-Elo beschweren sich halt genauso. Und natürlich sind diese einzelnen Meinungen für mich dann gleich viel wert. Mir ist natürlich klar, oder uns ist allen klar, dass wenn man schlechter ist oder halt neuer ist, weniger Skill hat, wie auch immer, dann sieht man sicherlich auch öfter mal einen Cheater, wo wahrscheinlich gar keiner ist. Nichtsdestotrotz kommen von dort aber auch Sichtungen von Rage-Hackern. Und das ist halt einfach blatant reingecheatet. Also da vertraue ich auf jeden, egal wie neu man ist, dass man das erkennt, wenn jemand mit einer Scout über die Map hüpft und alle one-shottet. Ich hatte dann übrigens, als ich live war, Folgendes darauf geantwortet. Ahoi, hier gerade live aus dem Stream. Wir sind jetzt mit 5 Spielen durch, bis dato keine Cheater am Start. Schaut euch gerne die Stream-Wiederholung an. Kuss, um dich mal in unsere Realität zu verankern. Wie gesagt, das Video war natürlich so gestaltet, dass Diskussionen losbrechen und dass man so ein bisschen, auf, was ist jetzt? Was sagst du dazu, dass Valve nichts gegen Chester macht, aber gegen einzelne Features in Cheat-Menüs? Erstens, gar nichts dagegen machen sie ja nicht, sie machen ja was. Und wer jetzt hier fragt, ja, aber was? Komm schon, bitte. Die letzten 3 oder 4 krassesten Videos von mir waren Update-Videos und in mindestens 2 davon wurde über die Anti-Cheat-Geschichten gesprochen, die sie im Moment einspielen und bearbeiten und durchdenken und verwurschteln und so weiter und so fort. Und ich weiß, viele lachen jetzt, aber es gäbe zum Beispiel auch keinen Wack, wenn sie nichts gegen Chester machen würden. Natürlich, es gibt immer noch Bans, nach wie vor. Wack ist zwar absolut und im Moment scheinbar auch noch richtig, weil es mehr oder weniger irgendwie aus ist. Keine Ahnung, was sie treiben. Es ist halt Quatsch. Das ist genauso, wie wenn du sagst, Valve macht nichts für CS2. Valve wurschtelt. Nur sind ihre Kommunikationskünste nicht vorhanden oder extrem veraltet. Valve ist halt immer noch auf dem Punkt von vor 20 Jahren. Was ich aber nicht schlecht finde, um nochmal ganz, ganz, ganz kurz einen Mini-Einschub zu machen bei einem Video, das wahrscheinlich schon 1000 Stunden geht, sorry, aber ich erzähle halt einfach gern, ist, dass die Volvos ja eine private Firma weiterhin sind. Die sind an nichts gebunden. Also die können doch nicht so einfach so weggekackt werden, wie viele andere Studios, die halt public sind. Und die machen halt einfach, wie sie wollen. Und die können doch einfach machen, wie sie wollen. Geld haben sie sowieso genug. Und darum werden wir jetzt hier noch zum Ende hin uns noch schön den angepinnten Kommentar gönnen. Und zwar von Vaudi. Zu diesem Video haben sich meine Eltern kennengelernt.
Schöne Zusammenfassung, hab gar nicht mitbekommen, dass 17 Minuten rum waren. Bist ein guter Talking Head. Vielen, vielen Dank. Schreib's ja unter quasi jedes Video zu dem Thema. Ich bin da absolut deiner Meinung. Und jetzt kommt der anzuknüpfende Part. Valve ist noch einer der Entwickler oder Publisher, bei denen ich noch fast blindes Vertrauen habe, dass es gut wird. Siehe zum Beispiel Half-Life Alyx, Steam Deck und so weiter und so fort. Die rödeln auch noch CS2 so hin, dass beim CS3 Release alle rumheulen, CS2 war das beste CS aller Zeiten. Das neue ist Schmutz. Gefällt mir natürlich sehr gut, weil das halt die letzten Jahre bei jedem Counter-Strike so war. Ja, und in dem Sinne, scheißt euch bitte nicht so ein und nehmt auf jeden Fall die Finger raus aus CS2, wenn ihr keinen Bock mehr habt. Das ist auch so wichtig, weil viele so eine extreme Hassliebe haben, dass sie es hassen, aber halt einfach nicht aufhören können zu spielen. Es ist eigentlich eine Sucht. Nehmt euch da wirklich raus. Also das ist mein voller Ernst. Ihr macht euch damit kaputt. Spielen soll am Ende vom Tag Spaß machen. Wirklich. Für viele ist es vielleicht gar nicht mehr so die Realität. Aber ich, alter Bock, komme halt aus einer Zeit, da hat man noch extrem viel Singleplayer-Spiele gespielt. Macht man heute ja immer noch. Also ich auch. Ich spiele, wenn ich privat dödel, bin ich eigentlich zu 98% oder 97% nur in Singleplayer-Games unterwegs. Im Moment übrigens gerade We Happy Few ist noch ein bisschen im Game Pass eine ganze Weile. Geiles Spiel. Und ja, für mich ist es halt noch ganz normal, dass ich was spiele und Spaß dabei habe. Aber wenn ich manche so höre oder lese, das ist ja absolut verbittert und toxisch schon. Da würde ich wirklich rausgehen. Wenn euch ein Spiel so kaputt macht und so aufregt, nehmt euch auf jeden Fall raus. Nicht weiter da reinkacken. Ganz schlechte Idee, wirklich. Einfach mal deinstallieren und ein bisschen weg davon bleiben. Und wenn ihr mal wieder reintapsen wollt, könnt ihr ja so ein bisschen online schauen, wie es gerade so aussieht. Aber ich kann euch nicht empfehlen, sowas einzugeben dann bei Google wie, ist CS2 noch vercheatet oder gibt es da immer noch? Weil das ist halt immer ein Thema. Negatives wird immer, egal wie klein oder groß es ist, viel lauter geäußert als Positives. Ähnlich wie bei Reviews, ne? Du kriegst was aus dem Internet und es ist gut und dann schreiben die wenigsten ein schönes Review. Die meisten benutzen den Kram und sind froh und fertig ist der Lack. Aber wenn halt was kaputt ankommt oder halb oder schnell kaputt geht, Scheißdreck! Und so ist es mit den Cheatern halt auch. Das polarisiert extrem dieses Thema und deswegen würde ich dann in dem Fall nicht irgendwo vorbeigucken, wo jemand speziell darauf sowieso gemünzt ist, sondern in den Livestream würde ich reinklotzen. Am besten in den Livestream. Jetzt muss nicht bei mir sein, egal wo. Weil da kannst du halt einfach sehen, wie ist es bei dem so? Ah, okay. Man kann ja mal nachfragen, und wie läuft es gerade so? Und dann kann man das so ein bisschen rauslauschen. Wir hatten jetzt letzten paar Tage bestimmt 10 Leute, die in den Stream kamen und gefragt haben, wie schlimm das Bin-Botter-Problem gerade ist, weil sie nur Schlechtes gehört haben. Und ich sag, naja, also auf den aktuell ablaufenden Abend bezogen. Ich bin da nicht gekommen mit einer in 50 Spielen, einer in 100 Spielen. Sonst, nee, einfach nur, ja, heute Abend war nix und gestern auch nicht. Dann war meistens schon so, ah, okay, ich dachte, man wird immer überall sofort umgecheatet auf jeder Elo. Weil wenn du tief genug reinliest und tief genug in das Cheater-Rabbit-Hole runter krabbelst, dann liest du halt alles. Also was ich in Kommentaren zum Beispiel schon gelesen habe, ist Folgendes. Nur auf High Elo wird gecheatet, nur auf Low Elo wird gecheatet, auf jeder Elo wird gecheatet, in Arms Race wird gecheatet, in Arms Race wird nicht gecheatet, in Premier wird gecheatet, im Matchmaking wird gecheatet, aber nicht so viel wie in Premier, aber schon viel. Wingman komplett vercheatet und ja, Deathmatch. Wären keine Cheater und es wäre komplett voll mit Cheatern. Das sind so die Sachen, die ich von euch halt geschrieben bekomme. Meistens im Verbund, also meistens schreibt jemand, der auf 20.000 steht oder 21.000, ja, da unten ist natürlich kein Cheat, aber bei mir ist alles voll. Und dann schreibt wieder jemand, der halt auf 11.000 Elo steht, ja, bei mir ist alles komplett voll mit Cheatern. Wie es da oben ist, weiß ich nicht, aber bei mir ist alles voll. Wenn ihr die Schnauze voll habt von den ganzen Cheatern, aber halt trotzdem spielen wollt, dann geht auf eSportal oder Faceit oder sonst irgendwo, spielt irgendwo extern. Da habt ihr halt einfach viel mehr Ruhe vor Cheatern. Es gibt dort zwar auch welche, aber nicht in der Zahl oder in der Masse, wie halt in Premiere, Matchmaking und so weiter und so fort. Das wäre es dann wieder soweit gewesen. Ich hoffe, ich konnte einige Kommentare eben klären. Ich werde natürlich trotzdem noch alles händisch kommentieren, aber ich brauche gerade im Moment echt viel. Also ich habe in der Woche 200 bis 400 Kommentare und ja, schreibe trotz alledem gerne mal richtig aus halt. Ich bin da nicht nur danke für den Kommentarkurs, sondern ich schreibe halt richtig, wenn da eine Frage ist, eine Diskussion oder irgendwas, diskutiere ich halt mit. Ich weiß nicht, wie lange ich das noch machen kann, weil ja, wir wachsen im Moment halt wirklich sehr, sehr schön. Irgendwann wird der Punkt kommen, an dem ich halt nicht mehr so richtig die Kommentare, also ich habe jetzt immer noch bestimmt 1000 oder 2000 Kommentare offen, die ich noch kommentieren muss. Manchmal hocke ich mich hin für ein paar Stunden und mache halt dann mal 200, 300, 400 durch. Aber das kann ich halt auch nicht immer machen. Ja, naja. Das Video ist ewig lang, scheiße. Ich wollte es eigentlich ganz kurz und knapp machen. Vielleicht nehme ich es nochmal auf, mal gucken. Okay, gut. Dann vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir sehen uns dann im nächsten Livestream oder im nächsten Video. Lasst es krachen. Danke für die Kommentare, Likes, Kuss geht raus, later.
mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsch ich mir 100 Rollen, dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam ein Kartoffelflip esse. Denn dann gib mir deine dicken fette Mutter auf die Instagram.